und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes mit Archivmaterial aus unserem Sendegebiet. Ich befinde mich dieses Mal vor dem Sportplatz des ersten SSK in Salzburg-Nigl und das erste Spiel, das wir sehen, ist jenes zwischen der U11-Mannschaft des SSK gegen den FC Pinzgau Saalfeld. Beim Spiel des SSK 1919 gegen den FC Pinzgau Saalfelden in der Altersklasse U11 zunächst einmal die in gelb-schwarz spielenden Gastgeber am Ball. Jetzt wieder ein neuer Versuch von den Pinzgauern. Sehr gut gemacht, Pass und auch sehr gut aufgepasst. Ja, die Jungs schenken sich nichts und es steht vorerst 0:0. Hier eine schöne Parade vom Goalie des SSK. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion, das Geschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber der Ball geht auf jeden Fall ins Out. Keine wirkliche Gefahr für das Tor des FC Pinzgau Saalfelden. Jetzt wieder Flanke. Schöne Parade. Schuss. Kontermöglichkeit, aber auch mit solchen Schüssen hat ein Goalie keine Probleme. Jetzt wieder ein weiter Schuss, Schuss! Sehr gut gemacht vom Goalie des SSK, der sich hier wirklich auszeichnen konnte und dieser Schuss war alles andere als einfach zu halten. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass! Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder eine Flanke. Kopfball, Schuss und Tor! Da ist das 1:0 herrlich gemacht. Keine Chance für den Goalie des FC Pinzgau Saalfelden. Der Jubel ist natürlich entsprechend groß. Und dieses 1:0 ist auch der Spielstand nach 30 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Die Seiten wurden auf jeden Fall gewechselt. Schöner Versuch und auch da herrlich aufgenommen vom Goalie des FC Pinzgau Saalfelden. Pass. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Aber auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Es steht nach wie vor 1:0 durch ein Tor der Gastgeber kurz vor Halbzeitpause. Pass. Sehr gut gemacht. Flanke. Auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder. Neuer Pass. Der Ball bleibt in erster Linie im Mittelfeld, aber es tut sich nicht mehr wirklich was. Und die Spieler des SSK 1919 gewinnen diese Begegnung verdient mit 1:0 gegen den FC. Das nächste Spiel darf ich euch einen Beitrag über das Spiel der Altersklasse U12 zwischen dem ersten SSK und der Mannschaft des FC Bergheim präsentieren. Im Spiel zwischen dem SSK 1919 und dem FC Bergheim zunächst einmal die in Rosa spielenden Gastgeber, die mit Zemnis zu Bar im Tor beginnen, am Ball. Es steht logischerweise vorerst 0:0 in dieser Begegnung. Jetzt wieder ein Pass und gut gemacht von Tobias Ferner. Und es gibt Abschlag. Der wird jetzt ausgefährt. Weite Ablage, schön vorgelegt. Dennis Dobern so weit verlassen und da 1:0 durch die Nummer 7 Dominik Poliplik und die Gäste gehen verdient in Führung. Dann allerdings wieder ein neuer Versuch. Schöner Schuss! Scheitert zunächst an der Stange und der Ball geht ins Haupt. Es bleibt beim Zwischenstand von 0:1. Jetzt wieder. Schön in die Mitte geflankt. Pass. Zieht ab, Schuss und da! Ausgleich zum 1:1 durch Eredüsses
mit der Nummer 11. Und dieses 1:1 ist auch der Spielstand nach 30 gespielten Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal eine schöne Aktion über die rechte Seite. Flanke, aber dieses Mal geht der Ball nicht in Richtung Tor. Denn die Verteidigung hat gut aufgepasst. Super Aktion hier am Spielfeld. Und mit solchen Schüssen hat ein Goalie keine Probleme. Dann wieder Abstoß. Die Seiten wurden natürlich zur Halbzeit gewechselt. Die Nummer 10, das ist übrigens Jenis Islamovic, der Kapitän des ersten SSK. Und der Ball geht über das Tor von Tobias Werner. Jetzt wieder Eckball für den SSK. Flanke, Schuss und Tor! 2:1. Dieses Mal war Alexander Gabe erfolgreich und dieses 2:1 ist auch der Endstand dieser Begegnung. Natürlich haben auch die Salzburger Fußballbullen Nachwuchsmannschaften und von der U12-Mannschaft sehen wir das dritte und letzte Spiel hier in dieser Sendung mit Archivmaterial. Es lautet nämlich erster SSK gegen den FC Red Bull Salzburg in der Altersklasse U12 und so viel kann ich verraten, das Ergebnis war ausgesprochen eindeutig. Im U12 Meisterschaftsspiel zwischen dem ersten SSK 1919 und dem FC Red Bull Salzburg zunächst einmal die in dunklen spielenden Gäste, die mit Luca Ovasche im Tor begannen, am Ball. Jetzt wieder ein schöner Versuch. Sollte auf den Schuss! Tor zum 0:1 durch Jakob Werner. Keine Chance für Adonis Halili im Tor, der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Und es sollte so weitergehen. Pass über die linke Seite. Könnte flanken. Schuss. Der Ball schaut zwar über der Linie aus, aber aus meiner Sicht kein Tor. Jedenfalls steht es bei dieser Szene 0:3, eine aus meiner Sicht fragwürdige Entscheidung. Dann gibt es Elfmeter. Nico Masching gegen Adonis Halili. Schuss, Tor zum 0:4. Auch dieses Mal landete der Ball im Tor der Gastgeber und dieses 0:4 war auch der Spielstand dieser Halbzeit. Nach Seitenwechsel, dann ging es in dieser Tonart weiter. Pass. Schuss. Oh, das war das 0:5. Durch Christoph Scheider. Auch dieses Mal ging es weiter. Das 0:6 war dann auch eine Kopie des ersten. Schuss, Tor. Wiederum war Jonas Winklofer erfolgreich. Und ließ Adonis Halili im Tor, der Gastgeber, keine Chance. Den Schlusspunkt setzten auch die Bullen. Jetzt wieder neuer Versuch. Schuss. Nachschuss, Tor zum 0:8 durch Nico Ovascher. Und dieses 0:8 war auch der verdiente Endstand in einer Begegnung, bei der das Spiel wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Gastgeber ging. Mit diesen drei Beiträgen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes mit Archivmaterial vom Nachwuchs des ersten SSK angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Verabschiede mich hier aus Salzburg-Nigl und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1.